Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ja, ich sehe sehr kaputt aus und ich habe die Woche auch gar nicht euch mitgenommen. Wir haben nämlich jetzt heute Freitag. Wir kommen nämlich gerade vom Einkaufen, da waren wir Mecket. Ja, und ich wollte nämlich gleich einen Food-Haul für euch abdrehen, dass er nächste Woche online kommt, weil wir mal wieder im Kaufland waren. Und die haben den Kaufland sehr, sehr schön umgestaltet, beziehungsweise die Regale, die immer so hoch waren, haben die jetzt auch richtig niedrig gemacht, dass jeder hochkommt. Und da habe ich mir gedacht, da mache ich mal einen Foodhaul, weil ganz viele im Aktion waren. Da habe ich vieles Sachen beziehungsweise Produkte zugeschnappt. Dann waren wir gestern noch im Paunstorf Center. Mein Mann ist jetzt halt gestern zu Hause gewesen. Da habe ich BHs, das werde ich euch jetzt nicht zeigen. Aber ich habe ein Oberteil gekauft, das werde ich euch morgen früh zeigen, weil viele euch gewünscht haben, dass ich nur zeigen soll beim Vlog. Und das werde ich euch morgen nochmal zeigen, weil ich mich ja anziehe, weil wir morgen zu meiner Schwiegermutter Geburtstag gehen. Und da will ich mich ein bisschen hübsch machen. Und da werde ich was anziehen, da werde ich euch nochmal zeigen. Es gibt noch aktuell beim 10a für 12 Euro habe ich bezahlt. Und dann habe ich mir noch einen Badeanzug geholt. Ich bin mir überlegen, ob ich einen Badeanzug umtausche, weil der relativ doch teuer war und wir doch nicht so oft ins Schwimmbad gehen oder beziehungsweise am Meer urlaubmäßig. Dass ich vielleicht morgen, wir gehen ja morgen in Erfurt ein bisschen gucken. Ich werde euch morgen auf jeden Fall ein bisschen mitnehmen in Erfurt. Da komme ich in der Ecke her. Dann kann ich euch noch ein bisschen zeigen, was so meine Heimat in der Nähe von Erfurt ist. Ob da irgendwo noch einen Laden gibt, wo günstige Badeanzüge gibt, weil 40 Euro habe ich mir auch gedacht. Ich habe es mitgenommen, weil es mir gefallen hat, aber hinterher ist es wirklich sehr teuer, deswegen werde ich mal gucken. Wenn ich ein günstiges finde, dann werde ich das umtauschen, definitiv, da kriege ich 40 Euro wieder und dann habe ich auch ein bisschen gespart. Und apropos sparen, wir waren gestern in Nanuna-Laden, habe mir so eine große Dose geholt, so eine Spardose. Ja. Die ist auch zu. Wir haben nämlich vor, ein Jahr lang immer was reinzulegen, was übrig bleibt. Wir haben erstmal gedacht, 5-Euro-Scheine nur zu machen. Aber wir haben jetzt auch schon einen 10-Euro-Schein. 2-Euro-Stücken kommen rein, 1-Euro-Stücken. Wir wollen gucken, was wir im einen Jahr sammeln. Also gestern haben wir angefangen. Also beziehungsweise bis zum 30.06.2018. Und vielleicht haben wir dann auch so viel zusammen, dass wir mal so Art Last-Minute-Urlaub machen. Ich weiß es nicht, weil ich habe das mal im YouTube geguckt und da haben viele 5-Euro-Scheine gespart über ein Jahr und haben über 1000 Euro noch was rausbekommen. Und ich finde das coole Sparmodus eigentlich. Du kannst jederzeit was reinwerfen, wenn du was nicht brauchst, was du nicht ausgibst. Oder beziehungsweise was Ende des Monats übrig bleibt. Also wir machen es immer so, weil wir haben auch ein Sparbuch. Wir legen eh immer was Anfang des Monats weg. Und da ist manchmal auch was übrig Ende des Monats. Das entweder man kann auf Sparbuch tun oder eine Spardose. Und es ist nicht schlecht. Dann habe ich auf das Sparbuch was oder eine Spardose. Also spare ich was beides. Und das finde ich eine geniale Idee. Und mal gucken, ob wir das im ein Jahr haben. Da werde ich euch auf jeden Fall mitnehmen. Wenn ich bis dahin noch YouTube mache, weiß man nicht, was bis dahin alles ändern kann. Oder ob ihr noch so lange bei mir bleibt auf meinem Kanal, das wisst man ja nie. Und ja, ich hoffe, ihr habt euch alle überstanden die letzten Tage, was unwettermäßig war. Weil es war ganz schön heftig, Berlin zum beziehungsweise, das war ganz schön viel. Da hat jemand ein Video reingestellt. Die ist gerade mit dem Bus gefahren und da kam das ganze Wasser rein. Und ja, da hat der Busfahrer die Tür aufgemacht, weil die da, glaube ich, schon berg hoch gefahren sind. Dann ging das ganze Wasser wieder raus. Das war ganz schön heftig. Ich hatte das in Leipzig bis jetzt noch nicht so krasses gehabt. Aber mal gucken. Ich werde euch morgen ein bisschen mitnehmen. Und wir gehen ja morgen Abend auch ins Kino. Da kommt nämlich Transformer Teil 5, ja. Ich habe ja morgen Geburtstag. Ich bin mal gespannt, was ich morgen kriege. Mein Mann will ja bis heute Abend noch wach bleiben. Ich weiß es nicht, ob wir das schaffen, weil ich bin jetzt schon seit 4:30 wach. Ich will heute arbeiten und dann, ja. Ich werde jetzt ein Foodhaul abdrehen und dann werde ich mich morgen früh bei euch wieder melden. Bis später. Guten Morgen, wir haben Samstag früh, der 1.7. Ja, wir haben 6:30 durch. Ich habe auch das Oberteil an, aber das werde ich euch dann draußen nochmal zeigen, weil die Qualität draußen viel, viel besser ist.
Und da seht ihr die Farben auch richtig besser als in der Wohnung. Also noch ein bisschen warten. Ich würde euch noch zeigen, was ich zum Geburtstag bekommen habe. Einmal Frauenknast Staffel 9, weil die noch gefehlt hat. Jetzt habe ich schon 10 Staffeln hier zusammen. Mir fehlen jetzt noch 6. Aber ich weiß, was ich jetzt nächste Woche gucke, weil ich ja immer noch alleine bin. Und dann habe ich mir von meinem Mann ganz speziell für mich und meine Hörgeräte so Art ein Feuchtigkeit-Absaugbox gewünscht, weil die wirklich sehr, sehr teuer ist. Aber dafür halten die Hörgeräte auch viel, viel länger und müssen nicht so oft Reparatur gebracht werden, wegen der Feuchtigkeit ansammeln, auch wegen Schweiß. Gerade im Sommertagen ist das Ding sehr, sehr gut geeignet und das hat 80 Euro gekostet, ja. Aber ich bin sehr, sehr, sehr zufrieden damit. Es gibt 2 Stufen. Entweder du kannst nach 3 Stunden einschalten oder nach 5 Stunden. Und das leuchtet hier auf an der Seite. Das leuchtet hier auf und das geht dann noch jeweils Stunden runter. Und das geht dann aus. Und ich bin super zufrieden. Ich habe jetzt gerade mal einmal die Nacht ausprobiert. Und meine Hörgeräte fühlen sich wie neu. Ja, jetzt werde ich mir die Abwehren schnappeln. Für unterwegs, die ich gestern euch gezeigt habe beim Foodroll. Aber das habt ihr dann schon gesehen. Weil Erdbeeren, sie sind so, so lecker. Das mache ich dann hier in den Behälter rein. Wo ich noch trocken machen, weil ich gerade sauber gemacht habe. Dann werde ich ein bisschen schminken und dann sind wir auch schon auf dem... Jetzt gehen wir dann auch dann schon los, würde ich gerade sagen. Mein Mann ist gerade mit dem Hund Gassi, der wollte schnell raus. Der war ein bisschen unzufrieden heute, aber mal gucken. Der ist auch ein bisschen stinkig auf mich gestern, weil ich ihn noch gestern noch geduscht habe und da war richtig stinkig dann, ja. Aber was gemacht werden muss, gemacht werden, einmal im Monat mindestens. Weil ich habe es vorher mal fast jede Woche gemacht, aber viele haben gesagt, ist nicht gut fürs Fell. Dann habe ich die Tierärztin noch mal gefragt und die hat gesagt, es reicht wirklich nur einmal im Monat zu duschen. Und das habe ich auch gemacht und deswegen ist er stinkig auf mich, ja. So, gut. Jetzt werde ich die Abwehren schnippeln und euch mitnehmen. Ja. Das ist unser Erdbeer unterwegs. Oh, ich freue mich schon. Ich putze jetzt meine Zähne mit der schwarzen Zahnbürste. Ich weiß nicht, ob ich euch schon mal gesagt habe, was ich davon halte. Also ich war vom ersten Moment total relaxed, muss ich sozusagen, weil ich dachte, ich habe mir viel, viel schlimmer vorgestellt. Aber die ist nicht süß, auch nicht so scharf. Ihr müsst mal dann ihre Zähne angucken. Ne? Hey. Voll schwarz, ne? Wie Schimmel, ne? Ja. Ich habe auch gestern meine Augen ein bisschen gezuckt mit dem Rasierer, was ich gekauft habe vom DM. Also ich muss sagen, so schlimm finde ich die nicht. Nur halt aufpassen, dass man nicht schneidet, weil das da schon scharf war. Jetzt werde ich mich ein bisschen schminken. Hat dein Zahnpflegezeug alles eingepackt. Und aufpassen, die Zähne könnten mal rausfallen. Ach, schon ein bisschen blöd, Mann. Ja, was da ist, was du brauchst. Nachspülen ist so mit, ne? Was machst denn du? Was bist du zu unzufrieden hier? Ich werde mich eincremen. Willst du mitfahren? Du fährst doch mit heute. Wir fahren doch zusammen im Auto. Wir fahren heute zu Oma. Und zu Lena fahren wir heute. Hast du gehört, wir fahren zu Lena heute? Ja. Du bist ganz viele neue Leute, ne? Ja. Genau, es weiter. Und wir sind nur einen Tag weg und nehmen so viel Zeug mit, also als würden wir 10 Tage wegbleiben. Aber zu 90% ist das nur, ne? Hier, Frau Lepkes. Hallo, nicht meinen Namen sagen. Und dazu muss ich auch dazu sagen, weil der Lu, ich bin echt, echt überrascht. Das ist so gut. Nur leider ist es Editionszeug.
Vielleicht finde ich irgendwo noch bei Rossmann sowas, aber ich habe noch was anderes zum Testen. Und erstmal mache ich die leer, die werde ich auch mitnehmen, dass ich ja nicht so viel mitnehme. Und jetzt werde ich mich ein bisschen schminken. Aber ich werde trotzdem zum Friseur gehen und gucken, ob ich das so lassen kann oder ein bisschen noch, doch nachzupfen lassen muss. Weil ich habe nur unten und oben ein bisschen gemacht, was praktisch rüber geguckt hat. Ja. Ich werde irgendwie nie fertig hier. Mein Mann ist schon fast fertig. Ich komme mein halbgeliebte Highlighter, den ich habe. Kommt jetzt rein! Alle Mann! Was ist denn los? Kommt mit rein! So, ich bin fertig. Ich werde euch draußen nochmal zeigen. Bis später! Ja. So, wir sind jetzt los. Und hier ist mein Oberteil. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Das ist so eine Art hellblau, türkis mitgemischt und schöne Muster. Und das gab bei 10a für 12 Euro. Ich kann aber euch jetzt nicht sagen, ob bis dahin noch aktuell ist für euch ist. Weil jede Stadt ist anders. Mein Mann parkt gerade einen Hund ein. Tut den Hund gerade rein hier. Dein Leckerli. Ich habe mich auch nicht so krass geschminkt, weil es ist ziemlich warm, wir haben glaube ich 18 Grad. Und wir werden uns jetzt losmachen und ich melde mich dann später bei euch wieder. Was ich euch noch zeigen wollte, schnell. Für Schwiegermutter. Geburtstag. Lauter Ossi-Protokoll. Ja. Und mein Mann hat natürlich auch noch Plastik gekauft. Hätte ich niemals eingepackt. Trostkissen. Heul doch, 60. Hätte ich niemals gekauft, aber er muss unbedingt seine Mutter ärgern. Also bis später. Was ist los? So, wir haben gerade 10 Minuten Pause gemacht. Es waren nicht mal 10 Minuten. Wir sind gerade am Weimar, oder? Ab heute sind wir schon durch. Ich habe kein Navi, ich weiß nicht, wo wir sind. Vielleicht sind wir auch in Hamburg. Ist klar. Der Hund hat gebullert, es war kalt, obwohl es 20 Grad ist. Aber mein Mann hat natürlich keine Jacke mitgenommen, hat meine Jacke angehabt, meine Strickjacke. Sah aus wie eine Schuchtel. Siehst du, das ist immer ein Weimar. Das steht dort dran. Ist das das Eingangsschild, junge Frau? Ja, ist ein Buchenwalde. Da hinten war er, da hinter dem Berg. Der ja, pass auf. Und ja. Der wurde vorhin schon geholt. Keine Ahnung. Und ich würde sagen, wir melden uns, wenn wir dort angekommen sind.
So, wir sind jetzt gerade auf dem alten Spielplatz. Da war ich früher immer gerne hier, wo ich hier noch gewohnt habe, auch Kleinkind. Ist noch alles so, wie es ist, außer die Garage ist jetzt neu. Eine Erinnerung wieder hier. So, wir sind jetzt im Erfurt. Da hinten ist der Domplatz. Das ist komplett hier die Fläche. Das Wetter macht auch einigermaßen mit. Und das hinten ist was? Petersberger. Da ganz, ganz hinten. Ich werde aber euch nachher nochmal die Nahaufnahmen. Einfach mal googeln, ne? Wir sind nicht so Sightseeing-mäßig informiert. Einfach mal googeln, ne? Wir wollen jetzt gucken nach einer Eisdiele. Aber ich habe ehrlich gesagt nicht so Hunger auf Eis, weil das Wetter nicht so schön ist. Aber mal gucken. Essen wir Waffel. Ja, dann bis später. Oh, das ist cool. Seid ihr hin? Schönes Wochenende. Oh, ist das geil. So, wir sind auch im Auto. Ja, wir sind sehr, sehr nass, auch verschwitzt. Es ist zu mild und es hat geregnet jetzt. Und mal gucken, ich habe jetzt die Aufnahmen gemacht beim Regen, ob jetzt genau was geworden ist. Wir fahren jetzt zum nächsten Autohaus und gucken, wo wir was essen können. Und dann Parkhaus. Parkhaus, hast du gesagt? Du hast kein Autohaus. Ich kaufe. Nein, Parkhaus. Du hast Autohaus gesagt, wir kaufen kein Auto jetzt. Ich habe Parkhaus gesagt. Ja, ist okay. Ist okay, ihr habt es alle gehört. Und danach gehen wir ins Kino. Da gucken wir Transformer Teil 5. Keine Ahnung. Teil 5, glaube ich. Und die Ausbeute werde ich dann euch dann morgen in Leipzig zeigen. In Ruhe. Und ich würde sagen, ich melde mich dann morgen im Laufe des Tages bei euch wieder. Dann bis morgen. So, wir haben jetzt Sonntag. Wir haben gerade vor der 10. Wir machen uns jetzt los auf nach Leipzig. Los, genau, auf in die Stadt der Helden. Das Wetter ist jetzt auch einigermaßen ganz okay. Nicht so wie gestern, wo die ganze Zeit geregnet hat. Lass mal grüßen. Bist bescheuert, bist du. Und
Wir gucken, ob wir irgendwo mal noch anhalten können, weil wir noch ein bisschen Hunger haben. Und dann wird heute auch nichts mehr viel passieren, außer Wäsche waschen, ein bisschen Haushalt machen, Tiere, Katzen kümmern, auf jeden Fall Katzenklo machen. Und der Angelo schläft da hinten. Und ja, ich würde sagen, ich melde mich dann, wenn wir zu Hause gut angekommen sind. Das ist mein Kakao. Das ist dein Kakao. Ich habe einmal Kakao bestellt für McDonald's. Gibt es hier Frühstück im McDonald's? Bis 11:30. Bis 11:30. Oh, die Sonne, die blendet auch nie. So. Vielleicht wird die Aufnahme was so. Ich weiß nicht. Hast du kein Trinken bestellt? Nein, eine Coca-Cola. Ja. Tschüss. Guck mal, was man jetzt essen hat. Schau mal vor zum Radplatz. Sie mal ein Klötzen müssen, ey. Ja, gell? Okay. Sind wir Ausländer oder was? Ja, wir sind Sachsen. Wir bauen sie um. Wieder mal. Sieht da ein bisschen veraltet aus hier alles. Die bauen die Ball um, ne? Ja, das ist halt verwahrt. Das ist halt von Franchise-Unternehmen zu Franchise-Unternehmen anders, ne? Und vor ihre Vorschriften. Die müssen ja ihre. Jetzt zieht es zu. Komplett hier neu. Ja, Fassade. Vielleicht machen sie mehr Kaffee dran. So. Ich muss gucken, wir essen gleich. So, wir sind jetzt zu Hause angekommen. Ja, ich bin total durchgeschwitzt. Wir haben erstmal die Katzen versorgt, ein bisschen Ordnung gemacht. Jetzt müssen wir nur ins Schlafzimmer Ordnung machen. Weil so werden wir definitiv nicht vom Urlaub verlassen. Da machen wir auch schon Ordnung. Und ja, wir machen erstmal Ordnung. Und dann ein bisschen Zeug wegräumen und wissen nicht, was wir den Rest noch machen mit der Zeit. Und ich würde sagen, ich melde mich dann später oder laufe des Tages bei euch wieder. Ich kann nicht mehr. Dann bis später. Guten Morgen, wir haben Montag, früh ist 8:30 durch. Ich war gerade mit dem Hund Gassi, nicht wundern wegen meiner Haare. Aber die färbe ich eh dann bald. Deswegen bringt es jetzt nichts zu waschen. Und ich wollte euch noch zeigen, was ich noch bei H&M gekauft habe. Unterwäsche werde ich euch nicht zeigen, weil das geht niemanden an. Aber ich habe wirklich wunderschöne BHs bekommen. Und dann wollte ich noch Angelos Schlafplatz zeigen, wo er die ganze Nacht, wirklich die ganze Nacht geschlafen hat, bis außer mein Wecker geklingelt hat und dann ist er hochgekommen zum Kuscheln. Also, ich werde euch mal zeigen. Das ist der Schlafkissen. Der hat wirklich die ganze Nacht da drauf geschlafen. Man sieht hier überall Haare, das werde ich dann schön saugen. Und das hat sich auch immer wohlfühlt beim Schlafen. Also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass er wirklich die ganze Nacht unten bleibt, bis mein Wecker geklingelt hat. Da kam er halt natürlich hoch zum Kuscheln. Ich fand das so süß. Also ich werde in der Sache weiter dranbleiben, dass er immerhin auf dem Kissen weiter schläft. Außer wenn ihm mal nicht gut gehen sollte oder warum auch immer, dann kann er gerne immer hochkommen. Weil das ist ja nicht so dramatisch, aber wenn er mal woanders schläft, zum Beispiel im Hotel oder so, da wollen die ungern, dass die Hunde mit dem Bett schlafen. Deswegen gewöhnen wir uns mal schon mal dran, auf dem Kissen zu schlafen. Jetzt zeige ich mal euch die Sachen, was ich gekauft habe. Einmal habe ich hier so wunderbare T-Shirt gekauft, die ganz, ganz dünn ist. Das wäre jetzt für die Wüste geeignet oder Luxusausflug, was wir machen wollen im Urlaub. Da sieht man hier den Tiger überall. Und der hat 10 € gekostet. Dann habe ich mir so eine Art Bluse geholt. Das ist wieder eher wieder Herbst, Spätsommer, weil das auch relativ sehr, sehr dünn ist. Man sieht auch hier den Ausschnitt ein bisschen. Ist auch nicht so schlimm. Der hätte malerweise 24,99 € gekostet und ich habe 12 € bezahlt. Da habe ich eine Größe 50 genommen, weil die 48 wieder zu klein war für meine größere Brüste. Ja. Und das gibt sogar bis 54. Also mein Tipp ist, wenn ihr Sachen kaufen geht, ihr habt eh immer das 80-Shirt in der Hand. Das finde ich total praktisch. Das ist das einzige H&M, was ich auch wirklich kenne, dass sie sowas haben, weil da siehst du gleich, was für Größen gibt. Und was groß gedruckt ist, ist die richtige Größe. Also es gibt bis zu 54. Also, wer das noch kaufen möchte, ist noch, glaube ich, noch aktuell. Das habe ich ja vor 2 Tagen gekauft.
allerdings in Erfurt, aber ich weiß nicht, ob überall das gleiche ist, aber ich denke mal schon. Und ich finde die sowas von toll, auch hier, das kann man auch schön hochkrempeln und das kann man auch abends beim Essen anziehen. Ich werde mir das aber trotzdem mal mitnehmen im Urlaub, weil abends ist ja nicht mehr zu heiß, dass ich mir das anhabe am Meer, weil das relativ doch windig ist am Meer. Aber das werde ich dann sehen alles im Urlaub und ich finde die Farbe auch toll und die Muster, das muss unbedingt mit. Ich stehe zurzeit echt auf Blusen. Ich war früher nie so Bluse-Fan, aber ich muss immer, wie gesagt, eine größer nehmen, weil die 48 immer so eng ist und die 50 passt perfekt. Und schwupp bin ich in der Küche. Ich werde nämlich den Vlog noch online stellen. Was ist denn los? Jule schimpft rum. Hier kommt Angelo angerannt. Hier kommen die ganzen Tiere hier angerannt. Dass ich noch vor dem Urlaub noch einen Vlog schneiden werde. Der wird dann am Montag online. Der wird ganz, ganz frisch kommen, bevor wir wegfliegen. Da werdet ihr dann die ganzen Vorbereitungen sehen, was wir machen die ganze Woche. Und Lena Kaufhauer-Vlog wird auch noch kommen. Der wird auch definitiv am Montag früh kommen. Ich werde das nämlich Sonntagabend noch bearbeiten. Da ich eh nicht schlafen kann vor Aufregung, dann ist es mir scheißegal. Dann mache ich das die ganze Nacht. Es ist wurscht. Hauptsache, ihr habt dann zwei Videos, meine Abschlussvideos. Für die nächsten zwei Wochen kommt jetzt kein Video mehr online. Aber ich werde dann euch nochmal einen anderen Vlog dann nochmal wiederholen. Falls neue Abonnenten dazu kommen, nicht, dass sie einen Schreck kriegen. Die hört auf oder so. Ja. Ich werde mir was zu essen machen und nach dem Essen werde ich mir die Haare färben, da werde ich euch mitnehmen, halt einen Schnelldurchlauf und ich will unbedingt wirklich meinen Ansatz färben und ich bin auch ein bisschen erkältet. Ich hoffe, das geht wieder weg, weil in den letzten Tagen war es relativ sehr, sehr windig gewesen, dann auf der Arbeit war windig, dann war es wieder zu warm, dann habe ich mich wieder ausgezogen, obwohl es sehr windig war, aber du gehst wirklich da ein, aber das ist der Fehler, was jeder macht, glaube ich, denke ich mal. Wenn es zu warm ist, ausziehen, obwohl es eigentlich nicht zu warm ist. Aber ja, ich hoffe, es geht noch weg bis zum Urlaub. Weil ich auch extrem aufpassen. Weil ich habe wirklich nur Morgenrotz auf Deutsch gesagt. Der Frosch im Hals öfters mal. Und ja, der Hund ist auch versorgt die nächsten 14 Tage. Die Lena habe ich jetzt euch nicht mitgenommen, aber ich habe ein Bild. Das werde ich euch auch mal hier mit rein verblenden. Das war sowas von süß. Das hätte ich damit nie gerechnet. Und ja, ich würde sagen, ich melde mich dann später, wenn ich meine Haare gefärbe oder gefärbt habe. Es sieht relativ sehr orangemäßig aus. Aber ich bin mal wirklich gespannt, wie das jetzt wird. Ich habe ein bisschen weiter noch Rinder gemacht, weil es extrem überall der große Ansatz war. Aber das wird zwar jetzt zwar Unterschied zwischen zwei Farben sein, aber das ist mir egal. Solange keine graue Haare mehr zu sehen sind übers Urlaub. Und ich bin mal wirklich gespannt. Ich werde euch nachher das Endergebnis zeigen. Und wenn ich mal Haare färbe, habe ich immer alte Sachen an oder alte Schlappanzug, was ich eh nie unterwegs oder im Hotel anziehen würde. Deswegen mal gucken. Ich würde sagen, ich melde mich danach, wenn ich fertig bin, bei euch wieder. Hast du Spuck auf? Ja, ist ja gut. Hm? Der ist noch müde. Er hat ein bisschen Schluck auf. Angelo, warum Vogel? Ja? Hast du keine Lust? Bist nur am Schlafen, hä? Ich muss sagen, es sieht gar nicht so schlecht aus. Es hat wirklich geholfen. Man sieht kaum noch graue Haare. Also so kann ich auch perfekt im Urlaub gehen. Und ja, so schlimm ist es gar nicht, weil ich bin ja mit der Haarfarbe noch ein bisschen in Länge gegangen, dass es nicht so krass aussieht. Also
Ich hätte es nicht gedacht, dass ich so ein super Ergebnis rausbekomme. Ich werde euch dann mal gleich drauf nochmal zeigen, weil das nicht so rüber krass rüberkommt wahrscheinlich mit der Kamera. Aber ich bin echt mega happy. Also, ja, ich zeige euch mal draußen nochmal auf dem Balkon. So, ich bin jetzt auch draußen. Ihr könnt ja gerne schreiben, ob das jetzt so perfekt ist, was ich jetzt gemacht habe. Also ich fühle mich super wohl damit, besser als vorher. Und ja, ich bin echt happy. Ich hätte jetzt wirklich nicht gedacht, dass so krass darauf reagiert, auch mein Ansatz, weil mein Ansatz war extrem rausgewachsen. Aber nach dem Urlaub, wenn wir wieder zurückkommen, geht in die andere Runde wieder mit Vorblondieren, erstmal Farbentferner nehmen und ja, das werde ich dann extra visuell aufnehmen, weil es wird dann zu lang für den Vlog. Ja, das war jetzt mein Ergebnis, was ich euch zeigen wollte. Und ja, ich habe auch mein Haarschutzshampoo benutzt, das nicht so schnell rauswächst, auswaschen tut. Ich werde mir jetzt mal was zu essen machen, so ein kleines. Und bald gehe ich dann noch weg mit dem Hund. Ich muss noch ein Sachen umtauschen, ja. Ein paar Sachen, die mir nicht gepasst haben, dass ich das Geld auch wieder bekomme. Und ja, dann wollte ich noch ein Bad anzugucken heute. Vielleicht mache ich das morgen. Und mit denen zieht was auch was anderes an, ein ordentliches. Und ich würde sagen, ich melde mich später bei euch wieder in aller Frische, wenn ich mich angezogen bin und vielleicht auch geschminkt. Ich weiß es noch nicht. Mal gucken. Lasst euch überraschen. So, ich bin jetzt fertig geschminkt. Ich habe noch ein bisschen leicht geschminkt, weil draußen die Sonne scheint. Und ich habe jetzt gerade das Anfang und das Ende vom Foodhaul abgedreht. Also nicht wundern, warum ich so aussehe beim Foodhaul, obwohl ich erst heute Montag die Haare gemacht habe. Aber ich muss sagen, da sieht man wirklich keinen großen Unterschied. Also es ist perfekt ist das, finde ich. Das sieht man auch hinten extrem. Dass so viel Ansatz rausgewachsen ist. Also ja. Ja. Ich mache mich jetzt los mit Angelo. Der kommt nämlich mit. Dann treffe ich mit einer Freundin. Oh, ich bin jetzt zu Hause. Sorry, dass ich jetzt heute nichts mehr gefilmt habe. Aber ich habe die Kamera zu Hause vergessen und es war einfach viel zu warm. Ich war jetzt unterwegs mit einer Freundin. Und dann war ich beim Aldi, Rossmann schnell. Und so ist die 4 Stunden auch schnell weg. Wir haben nämlich gleich 19 Uhr durch. Und der Hund war auch mit, der hat auch brav durchgehalten. Also ich denke mal, heute Abend werde ich nicht nochmal rausgehen. Kommt drauf an, wann er sich wieder meldet. Mal gucken. Ich denke mal, ich werde trotzdem nochmal rausgehen, weil ich ja erst morgen früh 5:30 aus dem Haus gehe mit dem Hund. Ich denke mal, ich werde heute Abend nochmal rausgehen müssen. Ja, 10 Minuten oder so. Und ich würde euch nochmal zeigen, was ich beim Aldi gekauft habe und bei Rossmann. Und dann ist heute Schluss fürs Video, dann kann ich endlich bearbeiten. Einmal Mozzarella-Käse habe ich gekauft für mein Spaghetti und Tomatensauce. Dann habe ich ein Spielzeug für den Hund gekauft, ja. Eule mit einem Seil. Für 4 Euro habe ich bezahlt und bin mal gespannt, wie der drauf reagiert. Ich werde euch beim nächsten Vlog mitnehmen. Dann habe ich Brotland Gold Ehren Mehrkornbrot gekauft für mich, Abpackbrot. Ich bin alleine, also reicht es für mich auch die ganze Woche. Hier ist noch die Hundelein, habe ich. Die rennen nämlich die ganze Zeit rum. Und ja, wenn ich unterwegs bin, stadtmäßig oder wenn ich einen Hund draußen festmachen möchte, nehme ich mal die kurze Leine. Angelo, was ist denn los? Was ist denn los? Ja. Der stinkert hier gerade rum. Was ist denn los? Ich hab doch nichts. Sag mal. Geht's dir gut? Ja. Dann habe ich zweimal Orsi Schokolinsen. Das ist Schokosahne-Pudding gekauft. Mit Smarties. Und davon nochmal mit Vanillesahne-Pudding. Es hat, glaube ich, 65 Cent gekostet oder mehr, ich weiß es nicht. Es war teuer für einen kleinen Joghurt, aber ich wollte mal probieren. Deswegen habe ich 2 verschiedene Sorten gekauft. Und dann habe ich für mich noch eine Cola gekauft. Wollte ich eigentlich unterwegs trinken, aber ich habe keine Hand mehr frei gehabt. Trinke ich jetzt, ne? Dann habe ich einmal
Rotwurst gekauft. Von Hausmacher Gut Drei Eichen kommt das her. Ich sage immer dazu Tote Oma. Manche kennen das nicht, Tote Oma, deswegen sage ich schon mal Rotwurst oder Blutwurst. Esse ich am liebsten gerne mit Senf sogar. Dann habe ich einmal feine Soßen gekauft, auch von Hausmacher. Ich bin mal gespannt, wie das schmeckt. Das habe ich noch nicht gegessen, würde ich mal austesten. Das war jetzt mein ID-Ausbeute. Dann habe ich beim Rossmann so eine schicke Kulturtasse gekauft. Ja, da steht Mädchenkram drauf. Ich wollte eigentlich eine Schminktasche kaufen, aber es gab irgendwie nicht beim Rossmann. Da gab es nur ganz, ganz kleine, aber da hätte ich nicht alles reinbekommen. Deswegen habe ich mir gedacht, was ist denn eigentlich daran jetzt der Unterschied, wenn ich jetzt einen Kulturbeutel nehme oder extra Schminktasche. Aber ich habe einen Kulturbeutel genommen, weil da wesentlich mehr Platz ist. Und da kann auch noch sogar Zahnpasta, Zahncreme oder meine Binden rein, wenn ich meine Tage habe oder bekommen sollte. Und die hätte normalerweise 10 Euro gekostet, aber ich habe 7 Euro noch was bezahlt, weil das runter reduziert war bei ganzen Kulturbeutel. Deswegen habe ich mir da ein paar Euro auch gespart. Und Pink ist eh meine Lieblingsfarbe und das passt perfekt. Da habe ich jetzt zwei, einmal für mein richtiges Schminkzeug, das ich unterwegs habe. Was ich jetzt alles damit einpacken werde oder was ich allgemein im Urlaub mitnehmen werde, werde ich euch extra beim nächsten Vlog mit zeigen. Der wird nämlich am Montag online kommen, auf jeden Fall. Ich werde mich auf jeden Fall, wie ich vorhin schon gesagt habe, mich am Sonntag, am Tag, abends mich hinsetzen und schneiden. Ja, das war es jetzt erstmal von meinen Ausbeute, was ich jetzt gekauft habe. Mehr habe ich auch nicht gekauft beim Rossmann, weil ich jetzt alles habe, außer wir müssten nochmal zum Apotheke, weil ich das Eispray noch nicht gekauft habe. Das werde ich morgen kaufen, weil ich hier morgen eh nochmal in den Powerstoffsender gehen möchte, meine Sachen zurücktauschen und Badeanzug noch kaufen möchte ich. Das Badeanzug werde ich wahrscheinlich am Mittwoch kaufen beim Kick bei uns oben. Da fahre ich mit dem Bus hoch, dann werde ich einen Hund mitnehmen und morgen fahre ich mit dem Powerstoffsender, nehme ich einen Hund mit nach der Arbeit und dann kann ich dann dort alles umtauschen. Da kriege ich das Geld auch mal wieder und dann fahre ich noch zum Bahnhof. Werde mir ein bisschen Geld umtauschen. Ja, ich habe vorhin nämlich auch Geld runtergeholt. Unsere Taschengeld. Weil wir bezahlen alles Bares dort ohne Karte, weil wir werden unsere EC-Karten nicht mitnehmen. Wahrscheinlich nur für meinen Mann. Notfall. Weil wir alles nur mit Bares bezahlen. Und da wollen wir ein bisschen was umtauschen. Und da wollen wir auf der Bank nur Dollar tauschen lassen. Und den Rest werden wir dort im Hotel umtauschen lassen. Da gibt es nämlich einen Automat. Du bezahlst viel, viel günstiger am Gebühren, als wenn du jetzt in der Bank umtauschen lässt. Aber den Dollar wollen wir auf jeden Fall hier umtauschen lassen, weil dort im Hotel sehr wenig im Dollarscheine gibt. Deswegen werden wir hier umtauschen. Ja, das war erstmal vor dem Vlog. Ich werde euch ein bisschen mal zu mir nehmen. Ja, meine Lieben, das war jetzt von meinem Video. Nicht wundern, dass unten oder oben Follow My Week steht statt Vlog, weil ich jetzt euch über komplettes Wochenende mitgenommen habe, sogar schon seit Donnerstagabend. Deswegen wird jetzt Follow My Week erst wieder stehen, sonst wieder ganz normal bei Vlogs nächste Woche. Nicht, dass ihr euch wundert. Wenn ihr von uns nicht mehr verpassen wollt, dann abonniert meinen Kanal direkt unten runter auf den roten Button oder auf den Symbolzeichen. Wer von mir keine Benachrichtigung bekommt, weiß, wie das zurzeit sehr, sehr scheiße ist, weil viele keine Benachrichtigung bekommen, das Video online ist, dann klickt doch einfach auf die Glocke, dann hoffentlich ist das Problem dann gelöst, dass ihr die Benachrichtigung wieder bekommt. Ich kann euch leider nicht sagen, woran es liegt. Das YouTube spinnt mal wieder momentan rum, weil ich kriege auch nicht mehr alle Benachrichtigungen, wer was Video hochlädt. Deswegen habe ich teilweise auch Videos zu gucken, was jetzt schon eine Woche her ist. Deswegen nicht euch wundern, wenn ich euch gar nicht mehr kommentiere, weil ich komme einfach momentan nicht mehr hinterher, Videos zu gucken. Das wird allgemein jetzt in den nächsten Tagen auch nicht mehr passieren, weil jetzt Urlaub ansteht. Höchstens nach dem Urlaub gucke ich alle in Ruhe eure Videos wieder an. Aber es gibt ja auch noch ein anderes Leben außerhalb des YouTube. Also nicht böse darüber nehmen jetzt. Ich kann nicht mehr reden. Deswegen werde ich auch hier beenden. Und dann sage ich dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!